Hallo, grüß euch. Thomas Klein hier und nochmal ganz kurz ein Update zum Thema Elektromobilität. Und hier möchte ich ausdrücklich auch nochmal den Börsenpunk dafür danken, weil der hat mir sozusagen hier, ich liebe diese Show, ich finde, es ist eine der besten Shows da draußen nach wie vor. Verfolge die Show auch vom, ich glaube, von der ersten Serie an, also seit 3, 4 Jahren oder so, also von Beginn an. Ich finde einfach das Format super und der gibt sozusagen wirklich gute Tipps auch und ja, die Aktie, um die es halt hier geht, ihr seht es ja schon in der Überschrift des Videos, ist diese Piedmont Lithium Limited und die wurde ja auch in seiner Show da angepriesen, sozusagen als ja, Möglichkeit für Personen, die sozusagen den Tesla-Hype, ja, den Tesla-Run verpasst haben. Und ich habe zwar den Tesla Run als solches nicht komplett verpasst, nur ja, die Tesla-Aktie, die ist ja letztendlich 2017, ich glaube bis 2018 immer so seitwärts gelaufen und ich habe die halt ab und zu gekauft und wieder verkauft. Kurz gesagt, ich habe damals die Tesla gehalten und habe dann sozusagen meine Gewinne abgesichert. Ich hatte damals für 10.000 Euro Tesla-Aktien. Habe dann meine Gewinne abgesichert und weil sie sehr volatil ist, bin ich dann ausgestoppt worden bei, ich weiß nicht mehr genau, schaut's auf meine Videos in meinem Kanal, ich glaube, das waren $360. Und jetzt haltet euch fest, das war natürlich vor dem Split. Ja. Also ich hatte die Tesla-Aktie damals in ihrem Low, in ihrem Tief bei 160 gekauft und dann nochmal bei 200 und 220 und dann, als sie dann drauf ist, wieder zu ihrem damaligen ja, 12 Monats hoch bei $400 habe ich dann unten die Stops nachgezogen und dann bin ich irgendwie bei $360 ausgestoppt worden bei Tesla. Hatte guten Gewinn innerhalb von wenigen Monaten, 50% oder irgendwas, ja. Aber ihr wisst ja alle, wo jetzt die Tesla steht und habe ich vielleicht im Nachhinein gesehen natürlich einen Fehler gemacht, weil jetzt wären die 10.000 Euro wahrscheinlich an die 100.000 Euro wert. Und so habe ich halt nur 5.000 Gewinn gemacht. Aber wer wusste das schon? Keiner. Ja. Und jetzt habe ich halt letztendlich mit dieser Piedmont Lithium Limited halt hier habe ich letztendlich vor, ich glaube, wann habe ich die zum ersten Mal gekauft? Vor 3, 4 Wochen oder sowas. Und ist dann sozusagen gestiegen ohne Ende. Und dann habe ich jetzt nochmal nachgekauft. Deswegen sieht man hier jetzt halt 48% plus innerhalb von 2, 3 Wochen. Also es ist einfach kompletter Wahnsinn, ja. Das sind ja Renditen, die hast du mit anderen Aktien in 5 Jahren oder sowas, ja. Und ja, also hier würde irgendwas mit 100% stehen, aber ich habe es ja nochmal nachgekauft und dann sozusagen passt sich das hier bei DEGIRO halt automatisch in der Prozentzahl an. Und deswegen steht halt hier 48%. Ja, also es ist halt dann jetzt die Frage, und deswegen mache ich auch das Video, müsste jetzt ich hier, normalerweise müsste ich jetzt sagen, okay, ich hau hier einen Stopp rein, ziehe den Stopp nach, ich will mir mindestens 20% oder irgendwie beim Einstandspreis hier sichern. Aber auch die Aktie ist halt sehr volatil. Und dann könnte halt sein, dass die Aktie sich auch irgendwann mal verfünffacht oder verzehnfacht und ich dann. Ja, aktuell halte ich ungefähr 98 Stück, also 100 Stück. Das sind dann sozusagen dann theoretisch vielleicht 20.000 Euro Gewinn irgendwann mal. Und jetzt würde ich sie halt mit 1.000 Euro Gewinn verkaufen oder so, ja. Und mit 1.200 aktuell. Und das ist halt eine Frage, die stelle ich mir jetzt ähnlich mit im Rückblick auf das Szenario, das ich euch gerade eben erklärt habe, wie es mir eben mit Tesla ergangen ist. Und deswegen habe ich mich jetzt mal entschlossen, da keinen Stopp auf Break-Even reinzusetzen, damit mir eben nicht das gleiche passiert wie bei Tesla. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da auch eine Meinung dazu. Was würdest du in dem Fall machen? Würdest du einen Stopp auf Break-Even ziehen bei 48% plus? Ja. Ist halt eine sehr volatile Aktie. Kann sein, dass du dann einfach dann mit plus minus null rausgestoppt wird und die Aktie eben dann in einem Jahr oder in 2 Jahren 10-mal so viel wert ist. Also wie gesagt, ich brauche da vielleicht auch ein paar Meinungen dazu, aber ich werde wahrscheinlich auch einfach meine eigene Meinung darüber einfach bilden, egal, weil man muss diese Entscheidungen einfach selber treffen. Ja, das habe ich auch gelernt.
Man darf sich, man wird ja sowieso unterbewusst oder bewusst permanent beeinflusst von anderen. Ich bin ja auch beeinflusst worden, diese erstmal zu kaufen, und das war eine positive Beeinflussung über den Börsenpunk halt. Und aber jetzt, wo ich jetzt den Stopp reinziehe, keine Ahnung. Man kann ja hier mal einfach, sagen wir mal, jetzt hier den Chart sich antun. Ja, und dann sagen, okay, ich ziehe den Stopp rein bei, ja, bei, was weiß ich, bei 22 Euro oder sowas. Und man könnte auch ebenso gut sagen, ich ziehe hier Abstauberlimits rein, wenn man sagt, okay, ich bin absolut überzeugt von der Aktie. Ja, und das ist halt das, es ist definitiv eine Zukunftsaktie, aber auch definitiv spekulativ. Ja, so gesehen ist es auch nur eine kleine Position, wie gesagt, 100 Stücke, die sind jetzt aktuell irgendwie was 3000 Euro wert. Und wenn ich da komplett daneben liege, ist es nicht die Welt für mich, auf gar keinen Fall. Und so gesehen jetzt erstmal ohne Stopp. Haut mal eure Meinung rein. Ich bin echt gespannt, vielleicht gibt es da einen oder anderen Blickwinkel, den ich jetzt noch gar nicht sehe, zu diesem ganzen Thema Elektromobilität und Lithium und so weiter. Hätte da vielleicht eventuell auch viel früher einsteigen sollen. Definitiv wird das ein ganz große, eben ähnlich wie Wasserstoff, ja, wird das eine ganz große Rolle spielen in der Zukunft. Und wir werden es sehen. Bis zum nächsten Mal. Daumen hoch und tschüss. Dein Thomas Klein.